Ja, hallo liebe Katharina, schön, dass du dich bereitgestellt hast hier für ein kleines Interview. Du bist ja, soll ich mal sagen, langjähriger Nutzer, Fan von Liebeschip, wenn man so sagen darf, vielleicht so, ne? Wie lange bist du schon dabei eigentlich? Oh Gott, gute Frage. 2, 3 Jahre bestimmt, ah, ja. Ja. Und wie bist du da drauf gekommen? Ich glaube tatsächlich über YouTube. Also ich bin mir ziemlich sicher. Ich habe keine Ahnung mehr, über welches Thema, über welchen Weg, aber ziemlich sicher YouTube. Alles klar. Gut. Wir wollten mal, also es gibt so viele Fragen zu Kursen und der Ausbildung und du als Heavy Nutzerin sozusagen, dachte ich mir, ist total cool, dass du da mal so ein paar Fragen so aus Nutzerinnensicht vielleicht einfach nochmal erzählen kannst. Also wie würdest du denn sagen, wie man diese Kurse am besten nutzen kann oder wie hast du sie genutzt oder wie fandst du das? Fandst du das irgendwie schwierig oder leicht oder genau? Ja, also ich weiß tatsächlich, ich habe damals einige Videos angeschaut und dann irgendwann überlegt, ich mache mal einen Kurs und war mir dann auch unsicher, habe damals eine Assistentin angeschrieben und gesagt, hier, was wäre denn das Beste für mich, um zu starten? Und habe mich dann im Endeffekt entschieden, mit dem Modul 1 loszulegen und würde das auch irgendwie jedem raten. Es gibt ja eine Menge an Kursen, es gibt auch speziell Kurse für bestimmte Lebensphasen, keine Ahnung, Liebeskummer, akut und so weiter. Aber ich glaube, mit dem Modul 1 kann man nichts falsch machen, natürlich auch nicht mit den Challenges, weil man da auf jeden Fall eine Menge mitnimmt. Mhm. Und ich habe dann halt irgendwann angefangen, alles abzuarbeiten fast. Also ich habe ja mittlerweile fast jeden Kurs gemacht. Okay. War auch einmal beim Bootcamp in Berlin, bei der Liebeschip-Party in Köln. Und war halt immer schön. Habe ja dann im Endeffekt auch die Ausbildung gemacht, sowohl die zur Einzelberatung als auch die zur Paarberatung und arbeite jetzt halt auch damit. Also wer hätte es gedacht? Ich auf jeden Fall nicht am Anfang. Und kam dieser Wunsch, das zu nutzen, kam das erst über die normalen Kurse sozusagen? Oder wie bist du dann drauf gekommen auf die Ausbildung? Ja, tatsächlich habe ich eigentlich die Ausbildung angefangen, weil ich einfach noch mehr lernen wollte. Ich war vom Thema irgendwie so angefixt, sage ich mal, vor allem, weil es ja auch in Deutschland nicht wirklich viel dazu gibt. Also es gibt viel Unqualifiziertes, wenn man mal guckt. Aber gerade so Umprogrammierung, eigene Muster habe ich relativ wenig gefunden und fand das aber unglaublich spannend. Also auch, was es da vielleicht noch für Hintergründe gibt, wie man an sich selbst arbeiten kann und habe eigentlich die Ausbildung auch mit der Idee angefangen. Ich habe gesagt, ich weiß noch gar nicht, was ich damit dann mache, sondern ich will einfach ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und habe das auf mich zukommen lassen und war dann halt immer mehr, immer tiefer im Thema drin. Eingefangen im Thema. Ja, wirklich. Ne? Genau. Weil ich muss auch sagen, ich war unsicher, weil ich ja damals auch dachte, die Ausbildung ist ja auch vielleicht eher für jemanden, der schon als Therapeut arbeitet, der das vertiefen möchte. Da gibt es ja auch einige. Und habe dann, als ich für mich selber entschieden habe, ich würde das gerne nutzen, habe dann noch an der Uni Köln eine Fortbildung gemacht, ein Jahr lang als systemischer Coach, um wirklich so das Thema Gesprächsführung noch zu lernen und habe dann gesagt, okay, jetzt fühle ich mich auch gewappnet, das anzuwenden, weil ich selber tatsächlich, also ich bin eigentlich Kommunikationswissenschaftlerin, also keine Psychologin, habe auch keinen psychologischen Heilpraktiker oder sowas und hätte mich wahrscheinlich davon abschrecken lassen, den Kurs zu belegen, wenn ich jetzt nicht mit dir gesprochen hätte und vor allem nicht die Motivation gehabt hätte, einfach was, also mehr mitnehmen zu wollen und tiefer einzutauchen in die Themen. Ja, das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Also ich sage ja auch immer, da kommen immer viele Fragen. Also ich vermittle pur mein Wissen sozusagen für Paarberatung oder diese Liebeschip, also diese Beratung, wie soll man es nennen, Beratung in toxischen Beziehungen, Single-Beratung und so weiter. Und was dann jeder damit macht, muss man, also es ist eine eigene Verantwortung und das tatsächlich, glaube ich, ich sage das auch im Kurs, ist eine gute Idee, das zu kombinieren, weil man kann natürlich in so einem Kursmodul kann man nicht sämtliche Gesprächstechniken und so weiter, ne? Und ich weiß auch nicht, was jeder damit machen will. Du sagst jetzt Kommunikationsberater, systemischer Coach, ein anderer macht vielleicht doch einen kleinen Heilpraktiker dazu, also es gibt viele Wege so, ne? Aber ich glaube, das zu kombinieren,
Ist eine gute Sache auf jeden Fall, ne, mit einer anderen. Und das konntest du auch gut kombinieren, so das war, ging gut. Ja, also ich muss sagen, Beratung und Coaching sind ja doch nicht unbedingt das Gleiche. Ne? Gerade beim systemischen Coaching lernt man ja eher zu sagen, ja, welche Methoden und Tools kann man anwenden, aber es ist ja keine inhaltliche Ausbildung. Und ich glaube halt gerade mit diesem ja, klientenzentrierten Ansatz, den wir gelernt haben, man geht ja sehr stark in eine Lösungsorientierung rein, die, sage ich mal, bei gesunden Persönlichkeiten gut funktioniert, auch was eine Problemlösung ist. Aber wenn du jemanden im Gespräch hast, der wirklich in einer toxischen Beziehung ist, da ist ja mit dem klaren, logischen Denken oft keine Lösung zu finden. Ja, und da muss man ja erstmal wissen, ne, wie funktioniert da so ein Kreislauf? Was gibt es da für Diskussionstaktiken vielleicht von der einen oder auch von beiden Seiten? Und da scheitert ein normales Coaching dran. Und ich bin deswegen auch echt, also ich bin echt froh, dass ich dich gefunden habe, dass ich die Themen gefunden habe, die Kurse gefunden habe. Und ja, also ohne das würde ich mir tatsächlich auch nicht zutrauen, bei so einem Thema zu beraten. Ne? Ja. Okay, und was glaube ich auch nochmal wichtiger Punkt ist, den du sagtest, also ich habe tatsächlich viele, die glaube ich so ähnlich reingekommen sind, die gesagt haben, ich will mein eigenes Wissen vertiefen über Liebeship für mich, so will das für mich nutzen. Und das war auch nochmal eine Vertiefung für dich, so für dich selber auch irgendwie, was da gesagt wurde, so. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, also das klingt so blöd, aber es war eigentlich eine richtig coole Reise. Und ich habe einfach viel, viel umgekrempelt. Also wenn man einmal dran ist, dann gibt es ja noch ganz viele andere Lebensbereiche, ja. Und das fängt wirklich an, auch beim Thema, was, ne, Standards und Dealbreaker, nicht nur für Beziehungen, auch für Freundschaften, auch vielleicht für einen Arbeitsplatz, ne, wo man einfach sich tagtäglich aufhält. Aber auch so ein bisschen beim, ja, ich würde sagen, vielleicht Thema Eigenständigkeit. Also ich habe mich da schon immer total vor Finanzthemen gedrückt. Ich finde auch nach wie vor Banktermine ganz schrecklich. Da sitzt man jemandem gegenüber, der erzählt eine Menge, man versteht nur ein Drittel, fragt beim zweiten Drittel nach und denkt sich beim dritten, nee, keine Lust mehr. Und ich habe halt auch das als Thema dann angepackt. Ne? Also ich bin wirklich auch in die unangenehmen Themen reingegangen, aus der Komfortzone raus und habe mir dann zum Beispiel mal einen unabhängigen Finanzberater besorgt, den ich wirklich ausgequetscht habe, bis ich alles verstanden hatte und mich dann halt auch um die Sachen gekümmert habe. Also das war alles eigentlich noch Teil, ja, der Reise und hat Spaß gemacht. Genau, und dann hast du gesagt, du arbeitest ja schon damit auch. Willst du noch mal ein bisschen erzählen, wie das so läuft irgendwie? Genau. Ja, also ich muss sagen, ich hatte ja schon, auch schon bevor ich quasi auf dich und auf die Kurse gestoßen bin, hatte ich ja einen Blog unter Rena Einmalig und habe da halt viel an Texten geschrieben und hatte auch schon auf Instagram einen kleinen Kanal und habe aber mich auch nie getraut, sage ich mal, der selbst groß in Erscheinung zu treten. Das war relativ anonym. Also ich habe da halt meine Texte gepostet, aber eigentlich auch nie ein Gesicht dazu gezeigt. Das habe ich dann erst umgewandelt ab dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich fange jetzt an mit Coaching und Beratung, weil man muss da ja auch sehen, wer irgendwo hinter dem Ganzen steckt. Was mir zugegebenermaßen sehr schwer gefallen ist, ne? Also eigentlich ganz merkwürdig, weil ich tatsächlich auch lange in der Kommunikationsberatung auch gearbeitet habe, weil es etwas halt anderes, ob man einem anderen Menschen erzählt, wie er sich irgendwie zu verhalten hat, als wenn man selbst dasteht. Und ich stehe halt viel, viel lieber hinter den Inhalten. Ich habe einfach unglaublich gern Zweiergespräche. Ich hätte gerne dieses Jahr auch mal irgendwie einen kleineren Workshop gemacht, war halt einfach nicht möglich durch die Umstände. Aber das ist eigentlich so meine Welt. Ich habe tatsächlich laufen aktuell die Coachings bei mir auch alle online. Was gut läuft, also muss ich sagen, bin ich auch ganz überrascht gewesen, dass das doch auch gut aufgenommen worden ist, aber da die Interessenten sowieso nicht zwangsweise aus Köln kommen, wo ich eben wohne, hat sich das auch sehr schnell ergeben. Ich habe auch zwei Online-Kurse jetzt fertig gemacht. Den ersten, der ist eigentlich ja so eine Zusammenfassung oder Kondensierung von meinem damaligen Blog, wo ich wirklich einfach gesagt habe, ich fasse die Inhalte zusammen, ich mache daraus so ein bisschen mehr Aufgaben. Und
Ja, also bin da noch am Rumprobieren und bin aber ganz happy eigentlich damit, wie es anläuft. Und von den Ja. Themen her ist es bei mir tatsächlich, ja, das Thema toxische Beziehung ist schon auch mit dabei, natürlich, ne, auch nach deinen Kursen, aber ich habe tatsächlich auch viele Anfragen eher zu Themen aus dem Arbeitskontext, weil Ja. ich eben auch lange im HR-Bereich gearbeitet habe und da eine Teamleitung hatte und natürlich auch sich warum spricht, wenn man eben anfängt mit einer neuen Ja. Tätigkeit, ja, wo eigentlich die Wurzeln sind. Und dadurch habe ich natürlich auch Anfragen einfach zum Umgang mit dem Chef oder zum Umgang mit den Kollegen oder jetzt arbeiten im Homeoffice. Und ja, bildet sich gerade eigentlich auf mehrere Bahnen bildet sich da so ein bisschen was raus. Ja, super. Ich glaube, das mit dem Standards und Dealbreakern, das kann man ja auch im Arbeitskontext wahrscheinlich auch ganz gut anwenden, ne? Vermute ich Ja. mal. Genau, jetzt ist die Ausbildung ist ja auch. Ja, Genau, ja, also sagt du. Ja. Ich mache mal gerade ein bisschen andere Farbe hier. was? Nein, Ja, okay. okay. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich finde es halt ganz, ganz lustig auch, wie sich halt doch die Bereiche privates und beruflich. Ich habe zum Beispiel auch immer gedacht, dass ich ja privates und berufliches sehr, sehr gut trenne und dass es da auch gar keine Gemeinsamkeiten gibt. Aber wenn man halt eben an den Mustern arbeitet, merkt man schon, dass das eine auch das andere beeinflusst. Und entweder habe ich einen Klienten vor mir, der zum Beispiel im Beruf richtig gut Grenzen ziehen kann, aber im Privaten überhaupt nicht. Oder es ist doch das Gleiche. Und in beiden Fällen ist es ja interessant, ne? Ja, Also genau. entweder kann Ja. die Person das im Beruflichen, aber im Privaten nicht. Und dann kann man gucken, woran liegt das jetzt? Warum kannst du das denn im Job so gut, aber halt eben nicht, wenn du mit einem Partner zum Beispiel zu tun hast? Und im anderen Fall kann man hingucken und sagen, guck mal, ist dir nicht aufgefallen, dass zum Beispiel durch diese schlechte Beziehung die Muster, die du da entdeckt hast, dass du auch ein bisschen aufdecken kannst, warum vielleicht im Job irgendwas nicht läuft, warum du Ja. immer diejenige bist, die zum Beispiel ja, die ganzen nervigen Aufgaben macht, die ganzen Überstunden macht, Ja, trotzdem nicht genau, weiter das ist kommt immer so und das sowas. Beispiel. Ja, bei mir war das, wie ich meinen eigenen Liebeschip da umprogrammiert habe, war das auch oh, überall, ey, meine Güte, Freundschaften und oh, schrecklich. Aber ist ja auch, wenn man erstmal weiß, wo der Schlüssel ist, dann ist es ja auch irgendwie, dann weiß man wenigstens, wo man ansetzen kann. Ja. Genau, jetzt ist die Ausbildung ja auch, also jetzt war auch schon vor Corona so, ist ja auch online. Fandst du das irgendwie schwierig, sich da so reinzufinden? Oder erzähl mal, wie du das so empfunden hast. So, Gar nicht. Also ich hatte Angst vor der Prüfung, wo ich echt sagen kann, ja. die war nicht schlimm, aber die war mir Okay. hergeschoben. Ja, es klingt halt so grob, ne? Aber ich muss sagen, ich bin wirklich gut damit klar geworden. Das ist ja auch mal ganz witzig, dich vor einer Tafel zu sehen. Es gibt ja ein paar Videos, in denen du wirklich auf Tafel schreibst. Ja, Hat so ein bisschen was von Uni. Nee, aber es ist ja genau eigentlich das Format, was man auch schon kennt mit den Videos. Ne? Man kennt dich über die Videos, der Kurs ist zum größten Teil des Videos. Es sind natürlich auch Bücher zum Lesen. Aber auch das fand ich wirklich interessant und habe mich dann halt ja, in der Reihenfolge durchgelesen, der es mir halt am leichtesten gefallen ist, was mir halt am meisten irgendwie in dem Moment sinnvoll erschien. Und es liegt ja eigentlich bei einem selbst, wie lange man dafür braucht. Ich glaube, du hast irgendwo so 3 Monate angegeben gehabt. Ich glaube, mir war es tatsächlich, also ich hätte wahrscheinlich, weil ich mich da so reingestürzt habe, das auch kürzer halten können. Aber wie gesagt, ich hatte die große Prüfungsangst Ja. und habe das erstmal 2 Wochen liegen lassen, mich an irgendeinem Sonntag eingesperrt quasi und dann gesagt, okay, du machst das jetzt. Aber es war natürlich, also es ist ja kein, also bei jedem, der, glaube ich, sich um sowas Sorgen macht, kann ich sagen, es ist einfach nur so ein, sind ja ein paar kurze Fragen und Genau. wenn man irgendwie sich die Videos angeguckt hat und im Idealfall auch die Bücher gelesen, dann ist das kein Thema. Und ich finde es eigentlich ganz gut, am Ende dann nochmal so drauf zu gucken. Ja. Ich hätte mir da keinen Kopf machen müssen, aber Ja, also ist noch ja, ich. keiner durchgefallen, aber ich find, bin immer ganz froh, wenn man ein bisschen Respekt davor hat, weil ich hatte das bei meinen Präsenzausbildungen damals, dass ich dachte, haben die Leute eigentlich wirklich die Bücher gelesen? Ne? Also irgendwann merkt man das ja, ne, dass sie es nicht gelesen haben. So. Und dann ja, kommt halt irgendwann schon das Ausbilder-Ego und sagt, nee, so geht's aber auch nicht. Ne? So. Und dann ist so eine einfache Prüfung, also ja, ich glaube auch, die ist wirklich machbar. Ja, genau. Arbeitest du mit Paaren auch oder machst du das jetzt hauptsächlich einzeln? Also,
ganz im. Aktuell gar nicht, wobei ich sagen muss, da bin ich tatsächlich auch momentan froh drüber, solange es halt online ist, weil ich das wirklich lieber in Person machen würde. Also ich finde es Ja. schwierig, Ja, das finde ich weil auch das ja eher schwierig. eine Gesprächsvermittlung ist, ne? Und Ja. wenn du dann halt vielleicht irgendwie nur einen im Bild hast und nicht gucken kannst, wie geht es dem anderen gerade? Also ich hatte jetzt im gesamten Jahr keine Anfrage für eine Ja. Paarberatung. Und wenn, dann würde ich versuchen, das wirklich nur, also ich würde es, glaube ich, aktuell wirklich nur vor Ort annehmen, wenn es in Köln ist. Ja. Da bin ich Ja. irgendwie, glaube ich, zu sehr in dem, ja, ich möchte es ja dann doch ordentlich machen. Ne? Ja, ich finde es tatsächlich auch schwierig. Also ich mache jetzt auch viel online oder ja, sagen wir mal remote. Und ich finde Telefonieren ziemlich gut, aber es geht mit ein paar natürlich nicht so. Und aber dann so ein Zoom-Call oder ein Skype-Call oder was das ich für eine was für eine Technik man da nutzt, dann so ein paar im Blick haben und dann ist der Sound nicht richtig oder das Internet funktioniert nicht richtig oder boah, das ist wirklich also das schon echt sehr mühsam, ja, muss ich auch sagen. Ja. Genau, ja, also genau für die, die das vielleicht noch nicht wissen, ja, ich war früher, also ich war früher ganz lange Ausbilder für Paartherapie, habe da auch Kurse gemacht an den ja, an Instituten in Hamburg und Berlin und habe aber dann irgendwann überlegt, ja, aber das war schon weit vor Corona, das ist, ja, manchmal ist es auch, also für mich ist es manchmal, ich liebe einfach dieses Arbeiten über die Ferne, da hat man auch nicht diese Anreisekosten, man kann sich das selber aufteilen und ja, ist auch manchmal gar nicht so einfach gewesen, diese großen Ausbildungsgruppen da zu managen irgendwie und so ist das alles entstanden und das ist eigentlich alles, was ich da sage, sage ich auch in diesem Online-Ausbildungsmodul, klar. Man kann natürlich Präsenz ein bisschen mehr fragen, aber gut, Fragemöglichkeiten gibt es da auch, also in dem Kurs da. Und dann ist es auch immer noch geplant, aber das ist jetzt wegen Corona erstmal ins Wasser gefallen da. Das ist ja quasi so das Basismodul, wo man aber auch schon gut mitarbeiten kann, wie man sieht hier an der Katharina. Aber dann soll es nochmal Advanced-Modul geben, wo man nochmal ganz viel übt, Feedback kriegen, Fragen stellen. Aber das ist dann als Live Kurs gedacht und ja, schauen wir mal, wann das wieder geht. So. Genau, jetzt hast du ja nochmal, genau, manche gibt ja so einen gewissen Preissprung zwischen der Ausbildung und den Kursen. Gut, was ich immer denke, ist ja eigentlich klar, also weil das ist natürlich auch so Multiplikatorwissen, aber du hast ja nochmal, wir haben vor dem Gespräch gesagt, ja Mensch, das muss man auch gar nicht so krass sehen, weil nämlich man das ja, Genau. genau. Also weil ich tatsächlich, also ich meine, bei der Fortbildung, oder bei der Ausbildung jetzt, ist es ja so, das ist ja wirklich de facto eine Fortbildungsmaßnahme und ich habe es Genau. beim Finanzamt eingereicht Ende des Jahres und es gab keine Rückfragen. Also ich glaube, ich könnte auch viel nochmal die Entscheidung leichter Ja, machen. ja. Und ich erinnere mich damals auch, dass ihr gesagt habt, ne, wenn der normale Beleg nicht reicht, machen wir da auch eine ordentliche Rechnung nochmal fürs Finanzamt. Aber ich brauchte das nicht mal. Also es Ja. ging auch ohne Probleme durch und Ja. ja. Ja, genau, das ist so ein Unterschied. Da gibt es auch immer Fragen. Also während die Kurse eher so gedacht sind für einen persönlichen Lebensbereich, ist das ganz klar eine Ausbildung. Habe ich auch noch nie gehört, dass es nicht anerkannt worden ist. So. Und genau, dann, je nachdem, was man für einen Steuersatz hat, genau, kriegt man dann viel zurück. Und ich sage ja auch immer, meine Güte, das ist, also ich persönlich finde es, also ich habe Ausbildungen gemacht, die waren so teuer. Aber ich denke ja immer noch, wenn man ein, zwei, drei Klienten hat, hat man es ja eigentlich schon wieder raus. Ne? Das ist ja so viel, das ist ja dann auch nicht. Ne? Ja. Ja, das ist echt spannend. Und ich Ja. muss sagen, im Vergleich ist es tatsächlich so, also für das systemische Coaching, das habe ich jetzt ein Vielfaches bezahlt. Ja. Das war natürlich auch ein anderes, also das war natürlich mehr ausgerichtet auf das Üben, ne? Also du musstest zum Beispiel Coachings machen, die auch aufnehmen auf Tonband, an der Uni einreichen zur Supervision und so weiter. Also insofern ein anderes Format, aber im Vergleich dazu ist das, was du machst, sehr günstig, wenn ich das so sagen darf. Ja, ich finde es ja Und fast schon all die Preise, aber genau. ja, und Genau. es ist halt einfach, es ist eine andere, also es hat eine andere Exklusivität. Ja, weil eine allgemeine Coaching-Ausbildung oder systemische Coaching-Ausbildung kann ich an vielen Stellen machen. Da ist man ja überfordert den Anbietern.
Und das, was du vermittelst, ist halt in Deutschland aus meiner Sicht, gibt es halt wenige, die sich mit diesen Themen so befasst haben. Also klar, wenn ich jetzt schaue auf Glaubenssätze oder sowas, dann gibt es noch Ja, sehr viel klar. Stahl, aber das ist halt, du beziehst dich da ja auch drauf und gehst aber darüber hinaus, ne, weil du eben auch noch die Einflüsse aus den USA oder die Erkenntnisse aus amerikanischen Studien oder von amerikanischen Psychologen mit Ja. einfließen lässt. Und in dieser Fülle, ja, das klingt ja furchtbar, das klingt ganz schleimig, wenn ich das so Doch. erzähle. Aber ich meine es ehrlich. Schleim Ich höre mich nur gerade reden und denke, oh, furchtbar. Nee, aber ich stehe da halt wirklich dahinter und ich finde, das ist ein tolles Konzept. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, ich trotz meiner noch nicht so ausgeklügelten Video-Performance-Fähigkeit mache ich sehr gerne sind doch hier gute. Interviews. Ja, es ist genau, wer das noch nicht so richtig reinguckt, das ist eine Mischung aus, also vor allen Dingen im Paarbereich traditioneller, was heißt traditionell, da gibt es ja auch moderne Ansätze in der Paartherapie, David Schnarch zum Beispiel, und dann, ja klar, bringe ich meine Erfahrung rein aus den 20 Jahren Berufstätigkeit und dann eben, klar, das Konzept von toxischen Beziehungen, was genau wie Katharina schon jetzt gerade sagt, hier viel aus den USA kommt. Und oder aus dem englischsprachigen Raum, sagen wir mal, teilweise auch England, Australien. Und dann eben das mit der Polarität, das ist mir ja auch immer super wichtig. Und genau, das versuche ich so miteinander in eine Legierung zu bringen. So, genau. Ja, cool. Genau, und was man vielleicht auch wissen sollte, gerade wenn man schon mal vielleicht woanders Ausbildung gemacht hat, das ist natürlich mein Ansatz, aber ich glaube, wenn man mich mal gehört hat, dann weiß man, dass das ja natürlich sehr direktiv ist, ne? Der ist nicht unbedingt so, klar, fühlt man dich rein und so ist es schon, aber ich ist natürlich eine andere Art von Beratung, wie ich sie anbiete, die ist ja schon sehr direktiv, was glaube ich vor allen Dingen für die toxischen Beziehungen super wichtig ist, dass man da auch als Berater einen klaren Weg vorgibt, weil sonst wissen wir ja alle, wenn man so richtig liebessüchtig ist, dann denkt man da halt, wenn man dann so kommt, ja, fühlt man nicht rein und ja, dann dreht man gern nochmal 3 Runden mehr so. Aber genau, der Style ist da halt auch ziemlich drin, ja. Genau, was können wir nochmal noch fragen? Ja, dann, ich kann ja einfach nochmal 2, 3 Fragen, die ich jetzt bekommen habe zur Ausbildung. Ja, also es wurde mal gefragt, kann man damit über die Krankenkasse abrechnen? Nein, natürlich nicht. Dazu muss man Jahrhunderte, also wenn man nicht gerade über Heilpraktiker abrechnet, jahrhundertelang Psychologie studieren, jahrhundertelang Psychotherapieausbildung machen und dann noch irgendwann jahrhundertelang warten auf einen Sitz und. Also das wäre ein bisschen viel verlangt, aber es gibt ja auch, also kannst du glaube ich auch bestätigen, es gibt ja durchaus einen Markt für Leute, die selber bezahlen, ne? Also klar, jeder hat so seine Nische und ich glaube, das wird auch mehr kommen, weil ich glaube, dass diese ganze Szene doch sehr im Umbruch ist und es vielleicht auch, also ich glaube, dass es auch normaler werden wird, ja, da in Selbstverantwortung zu gehen. Aber wie erlebst du das? Findest du das Ja, also ich muss schwierig? sagen, ich hab mir auch viel Gedanken über die Kosten gemacht. Klar, wenn ich jetzt eine Berufsberatung mache, das kann man ja auch wieder über die Steuererklärung Ja. geltend machen. Paarberatung wüsste ich nicht, wo man die jemals irgendwo absetzen kann. Das heißt, das macht ja eigentlich eh Ja. keinen Unterschied. Und insofern ist natürlich das Hauptthema, sind es die Einzelberatung, die Einzelcoachings. Ja. Und da sind die Kurse ja auch einfach eine schöne Kombination, weil egal, wo ich hingehe, selbst im kleinsten Dorf am Ende der Welt, wird eine Einzelsitzung mehr kosten als ein Kurs von dir oder auch von mir Ja, natürlich, das ne? finde ich ja Aber genau. die Kurse sind halt immer da. Ich glaube, das muss man sich auch einfach vor Augen halten, weil ja viel, was in so Kursen drin ist, auch ja, vielleicht Techniken sind, die man in einem Gespräch hätte. Und das Coaching selber, ich glaube, gerade weil doch sehr, sehr wenig bekannt ist über diese Dynamiken in toxischen Beziehungen. Also auch, es gibt ja viele, die haben vielleicht schon mal eine Therapie gemacht, aber haben da einfach einen vielleicht sehr erfahrenen Therapeuten gehabt, der sich aber mit der Thematik nicht auskann und haben sich da nicht ganz verstanden gefühlt. Und sind auch nicht wirklich weitergekommen. Vielleicht fühlen sich vielleicht jetzt besser, ne, haben vielleicht ein bisschen mehr getan in Richtung Selbstliebe, aber haben einfach nicht das Thema Muster durchschauen bisher abgearbeitet. Und ich denke, also zumindest wie ich das wahrnehme, gibt es dafür definitiv einen Markt. Und wer da einen Termin buchen möchte, der macht das auch. Ja, ich glaube auch, dass also ich meine jetzt gerade jetzt in diesen Zeiten oder während Corona sind die Leute ja noch mehr
psychisch angegriffen und gibt noch mehr Beziehungsprobleme. Und also ja, ich glaube, das wird noch, ja, leider könnte man sagen, noch viel Arbeit sein. Und also was ich bei dir auch schön finde, und das ist, kann ich auch, glaube ich, war bei mir auch so, wenn man halt Sachen selber erlebt hat, dann kann man natürlich die ganz anders beraten irgendwie so. Ne? Ich weiß es nicht ganz genau, wie deine Geschichte war, aber genau, also das da wirklich, wenn man, das ist einfach gerade bei dieser Liebeship oder bei der Beratung der toxischen Beziehung und auch bei Paarproblemen wäre es einfach schwierig, wenn man nicht selber Sachen mal erlebt hätte. Ne? Ich glaube, das macht es wirklich schwierig machen. Ja, genau. Ich Ja. glaube tatsächlich auch, dass es, also ich hätte mich, bevor ich selber meine Erfahrung gemacht habe, ich hätte mich nicht hineinversetzen können in die Situation von jemandem, der wirklich in so einer, Ja. ja, in so einer On-Off-Geschichte, intermittierende Verstärkung, furchtbar. Also wenn man da nicht mal drin gewesen, kann man das ja gar nicht nachvollziehen. Und ich glaube, das merken auch Menschen, wenn sie mit mir sprechen, dass ich eine andere Art von Geduld vielleicht habe, als es Freunde haben. Weil es ist ja wirklich der Klassiker, ist ja, dass Freundeskreise, dass die Familie komplett ausrastet und sagt, was machst du denn eigentlich? Ja, das kann doch nicht sein, das ist doch nicht so einfach, ja, ist doch nicht so schwer. Und ich glaube, auch wenn man klare Worte spricht, kann man ja trotzdem vermitteln, dass man Verständnis hat. Ja? Ich kann ja fünfmal sagen, no contact, aber ich kann auch gleichzeitig sagen, mach dich nicht fertig, ja, wenn du jetzt irgendwie einen Rückfall hattest. Ne? Und ich glaube, da unterscheidet man sich dann doch vielleicht von jemandem, der damit keine Berührungspunkte hatte bislang. Ja. Ja, genau. Ja, das versteht man dann und man versteht auch, ja, dass es vielleicht auch kein guter Rat ist. Ja, probier's doch nochmal oder wenn du ihn so liebst, dann mach doch noch, was man ja auch manchmal hört. Ne? Wir gehören So. zusammen, wenn das so ist. Ja, genau. Vielleicht Ja. seid ihr bestimmt füreinander. Genau. Ja. Ja, das ist echt lustig, ja. Ja. Hast du von den neueren Kursen eigentlich auch was gemacht? Von den eher, wie soll ich mal sagen, spirituellen oder wie vielleicht können wir da auch noch mal einen kurzen Takt drüber reden, genau. Ja. Also ich muss sagen, da hatte ich, das gebe ich ganz ehrlich zu, da hatte ich eine ziemliche Abneigung dagegen, Ja. weil ich bin doch ein sehr, sehr rational denkender Mensch und in gewisser Weise auch sehr bodenständig und habe mir gedacht, oh Gott, meditieren und nee, ja. Ja, sorry. Aber es ist mir total widerstrebt. Und ich war dann ja, wie gesagt, beim Bootcamp in Berlin. Und da haben wir am letzten Tag, wenn du dich noch erinnerst, haben wir halt auch so eine, ne, haben wir halt meditiert und haben uns da hingesetzt. Ich dachte mir, okay, du lässt dich da jetzt drauf ein, bist ja in der Gruppe. Und also es hat total gut geklappt. Und dann habe ich am Ende irgendwie gesagt, hätte ich ja nie gedacht, dass ich irgendwie, also nagel ich mich nicht auf die Zeit fest, aber ich habe, glaube ich, gesagt, das waren irgendwie, das war ja toll, jetzt habe ich echt 3 Minuten hingekriegt. Und du hast mich angeguckt und gesagt, das waren 12. Ja. Und da war ich total fertig, weil ich dachte, das kann nicht sein, dass ich das echt hinbekommen habe, dass ich 12 Minuten hier gesessen habe und in kompletter Ruhe war. Und dann habe ich den Kurs Spiritualität dann doch ausprobiert. Weil ich merke schon, es tut einem gut. Ich weiß auch nicht, woher diese totale Abneigung kommt. Wie gesagt, wahrscheinlich, weil ich glaube, ich hatte das bei allen Übungen, die ein bisschen mehr in was Spirituelles oder in das Thema, ja, ne, Verbindung Körper sonst wie reingehen, also auch Bänder trennen, was ja eine super Übung ist, habe ich auch erst gedacht, ach Gott, ja gut, dann gucken wir mal und ausprobiert und also war Ja, total das überrascht. ist, glaube ich, war bei mir ja auch so. Ich hatte da, also ich komme ja auch eher aus dem Naturwissenschaftlichen und ist ja auch keine, also so wie ich das sehe, aber das werde ich in meinem neuen Buch viel drüber schreiben, ist das überhaupt nichts, was irgendwas ausschließt. Also man kann meinetwegen christlich sein, muslimisch, buddhistisch und trotzdem mit spirituellen Tools arbeiten, ne? Schließt eigentlich niemanden aus. Das finde ich irgendwie so schön. Und die Sachen funktionieren halt. Also dann, also ich denke auch, finde das völlig in Ordnung, wenn man da so skeptisch rangeht. Und war ich auch. Und mir hat damals auch jemand gesagt, damals hat, oder mich hat jemand aus den USA dann näher gebracht, dieses Bänder drin und was soll der Scheiß? Und wie die meldet sich dann danach? So ein Quatsch, aber es war genauso. Das ist schon, ist einfach verrückt. Also für mich ist das auch eine total abenteuerliche Reise, dass man eigentlich ständig,
neue Sachen entdeckt und ja, also wirklich verrückte Reise, ne, die wir hier alle machen. Ja, das ist, aber klar, ich Ja, glaube, man, also weiß ich nicht, muss auch ja, sagen, genau. ja. Ich will dich nicht Sag. unterbrechen, sorry. Ja, gerne. Nee, es ist einfach nur so, ich glaube tatsächlich auch, so komisch das klingt, dass mich das alles irgendwie auch auf dieses Jahr so ein bisschen vorbereitet hat, Ja, die ja. nächsten Schritte, weil ich, auch wenn man das vielleicht nicht so sagen darf, ich ein echt schönes Jahr habe. Ne? Trotz dem bösen Ja, C-Wort und allem gut. drum und dran. Und ich habe so viele Sachen dieses Jahr zum ersten Mal gemacht oder zum ersten Mal wieder seit Kindheit, keine Ahnung, Ach, schön. angefangen zu Ja. reiten, wieder Stand-up-Paddling, unglaublich viel gewandert. Ich habe gesehen, du warst neulich auch auf der Sommerrodelbahn, habe ich auch gemacht vor 2 Monaten, habe ich gedacht, ach komm, fand ich total lustig. Ja, also einfach unglaublich viel ausprobiert. Ne? Also gut, ich habe am Anfang auch viel gebacken, da kamen dann die Corona-Kilos, aber es ist einfach, ja, war für mich irgendwie schön zu sehen, dass ich auch so eine innere Ruhe entwickelt habe, weil gerade das letzte Jahr war bei mir einfach sehr aufregend. Ich habe unglaublich viel gemacht. Ich war auf vielen Konzerten, Festivals, auf dem CSD, ich bin irgendwie viel rumgereist. Und das ist ja dann im März irgendwie weggebrochen, ganz abrupt. Also ich war noch in Berlin an dem Wochenende, als die libysche Party abgesagt worden ist, war da bei einer Freundin, bin dann zurückgefahren, auch da war ja kompletter Cut. Und ja, irgendwie bin ich da nicht in ein Loch gefallen, sondern weiß nicht, ich bin in den Keller gegangen, habe meine alten Aquarellfarben geholt und angefangen zu malen. Und habe dann halt immer wieder mir Sachen rausgesucht, entweder die ich vielleicht früher mal gemacht habe, die ein bisschen ruhiger sind, als jetzt dauernd auf Achse zu sein, aber gleichzeitig auch eben ja, ausprobiert, was denn möglich ist. Ich war auch zum ersten Mal im Autokino dieses Jahr. Das wollte ich auch schon seit meiner Kindheit eigentlich. Ich habe immer gedacht, oh, geht da hin, bevor die Dinge abgeschafft werden. Und ja, jetzt, da es erstmal gar keine andere Möglichkeit gab, saß ich dann da und dachte mir eigentlich schön, wenn man quasi gezwungen wird, durch äußere Umstände dann halt auf die Sachen zurückzukommen, die man immer so aufgeschoben hat. Ja, ich glaube auch, dass da letztlich irgendwie, hoffe ich zumindest, was Gutes bei rauskommen wird, auch wenn es natürlich viele Menschen auch so ganz negativ betrifft. Aber ja, keine Ahnung, vielleicht. Wir werden sehen, wo das alles hingeht. Aber sicherlich war für mich auch viele, glaube ich, gut, mal so ins Nachdenken zu kommen, mal. Auch mal, ich fand es auch total schön, mal so im Inland zu wandern zum Beispiel. Ich habe ja auch Ja. diesen Mosel Camino, das war echt total schön. Ja, spannend. Es ist wirklich verrücktes Jahr und das nächste wird ja scheinbar nicht weniger verrückt, wie es aussieht. Ja, das ist echt Wahnsinn. Ja, gut. Gerade überlegen, ob wir noch, waren da noch Fragen? Nee, ich glaube, wir haben jetzt alles soweit abgehandelt. Genau. Also, genau, für die Zuschauer, wir haben jetzt, glaube ich, noch ein paar Tage, wo es die Ausbildung noch zum vergünstigten Preis gibt und auch wenn es neue Kurse gibt, wollen wir nächste Woche eine mal wieder Back to the Roots, eine Liebeskummerwoche machen, mal wieder für diejenigen, die neu dazukommen und genau, freut euch darauf und ganz herzlichen Dank an dich, Katharina, schön, dass du mitgemacht hast, freue mich immer sehr, dich zu sehen Gerne. und hoffe, wir sehen uns dann mal wieder live auf irgendwann Liebesche Party 2029 oder so. Genau. Alles klar. Ja.